Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Civilization. Ja, ist bei mir inzwischen ein bisschen was her. Deswegen muss ich jetzt erstmal gucken, wie ich hier reinkomme, aber zuerst muss ich mir einen Timer stellen, sonst geht die Folge wieder so ewig lang. Kurzen Moment. Bam, bam, bam. Und los geht's. Genau, das letzte Mal hatten wir eigentlich so gesagt, wir müssen erstmal ein paar Truppen ausbilden, unsere Finanzen etwas in Ordnung bringen und dann wollten wir hier Washington einnehmen. Mit dem guten Teddy befinden wir uns ja aktuell noch im Krieg. Und ich habe FPS-Einbrüche. Warum habe ich FPS-Einbrüche? Oh. Keine Ahnung. Okay, greifen wir hier erstmal an. Bam, One-Shot. Ägypten, ja, mit den Weichern meine ich nicht im Krieg. Einheit benötigt Befehle, also gehen wir nochmal durch. Genau, die schicke ich ja gerade alle nach unten irgendwie. So. Um meine Truppen bei Teddy ein bisschen in Stellung zu bringen. Was der Ägypter hier macht, gefällt mir nicht ganz so gut. So, helfen wir den Teddy sogar ein bisschen. Mit denen war ich ja nicht im Krieg, meine ich. Allerdings darfst du trotzdem mal darüber laufen. Ihr dürft euch allesamt heilen. Du auch. Da hatten wir die Barbaren weggemacht, weil die uns genervt hatten. Genau, so langsam erinnere ich mich doch wieder. Nächste Runde. Barbaren nähern sich. Ja, das ist egal. Wohnraum. Ja, ist auch egal. Dann nächste Runde. Ich muss auch mal einfach gucken, was die so machen. Was soll ich mit Pferden? Nee. Gibt keinen Frieden. Hier wird geböllert. Und da oben werde ich fleißig bekehrt. Bisschen rauszoomen. So. Ich weiß nicht mehr, wie viel Schaden die machen, wenn die wirklich drankommen. Eigentlich sind sie ja schon fast tot. Also daher riskieren wir das einfach mal. Ich nehme nicht an, dass der mit dem wenig HP uns nächste Runde one-shotten wird. Aufrüsten, 100 Gold. Nee, das lohnt nicht so wirklich. Hier könnten wir eigentlich mal zu Kanonen aufrüsten. Das müssten wir ja bald irgendwann können. Ein Schrittchen, noch ein Schrittchen. Da hinten das Barbarenlager wegmachen. Lass auch die Küste runterfahren. Da, mal hier, da habe ich auch noch welche. Ist ja schön. Ich hatte mich vorhin schon gewundert, wo meine ganzen Truppen waren, weil ich hätte doch noch Krieg geführt vor erst ein paar Runden. Und ich konnte mich nicht daran erinnern, dass ich alle Truppen verloren habe. So. Bloß eine Joker-Politik. Das hier klingt ja an sich schon mal nicht schlecht. Allerdings gehen wir ja eigentlich gerade wirklich mehr auf Kampf und ein bisschen mehr Industrie wird, glaube ich, nicht verkehrt. Eine Werkstatt, da sehe ich uns. Hier oben, da können wir erstmal reparieren. Ja. Genau, der hat mir ja eingenommen. Achso, ist also dieselbe Runde. Ah, so, das da ist doch jetzt Amerika. Genau, der will kämpfen. Das können sie haben. Noch einen großen Künstler wie auch noch. Also vertretbare Verluste würde ich das mal nennen. Also lasst ihr auch dahin fahren. Die Stadt darf schon mal ballern, das freut mich schon mal. Feuer frei.
macht jetzt nicht unbedingt den meisten Schaden. Musste ich den nicht erst in Stellung bringen oder so ein Kram? Wir gehen mal dahin und feuert mal. Den ziehen wir mal nach da. Genau. Ja, ich bin gerade am Überlegen, ob wir halt dann direkt auf Washington marschieren sollen oder ob wir sagen, wir machen das ordentlich und nehmen vorher noch die eine Stadt ein, die da steht. Hier, Los Angeles. Und was ich mit dem Typen hier machen muss, muss ich mal überlegen. Das gefällt mir noch nicht so ganz. Allerdings sind das ja auch nur seine Standardeinheiten, so ganz vom Anfang. Also meine Truppen sind ja wesentlich besser gerüstet. Aber ich schätze mal, der ist irgendwo hier hinten. Da muss ich dann auch mal irgendwann hinsegeln. Weil seine Hauptstadt brauchen wir natürlich auch für einen Herrschaftssieg, den wir ja anstreben. Geht, glaube ich, einfach am schnellsten, wenn ich mir das hier so angucke. Ah, der hat ja nicht viel gemacht. Fernangriff. Feuervorlage. Oh. Ah, nehmen wir lieber erstmal die Bogenschützen. Hallo? Vielleicht reicht das ja. Ja, also, geht doch. Oh, es war eigentlich dämlich, weil jetzt kann ich den Siedler nicht einnehmen. egal. Alles egal. Ihr geht auch am Land. Ihr seid schon am Land. Hier, da können wir auch kämpfen. Genau, Ritter hatte ich mir ja gebaut. Ach, ein bisschen mobiler zu sein. Mein Glaube lief ja jetzt auch irgendwann mal wieder ein bisschen besser. Okay. Die Jungs machen Schaden. So, Städtenmauer, Monument, Lager. Da, da, da. Na, ich glaube, Monument, was brauchen wir denn bei der Stadt? Annehmlichkeit, Wohnraum haben wir noch. Kann es wohl das Monument werden? Ja, du bist gut. Wie soll ich denn da mehr Wohnraum bitte schön herzaubern? Nee, nee, wir bauen da erstmal die Werkstatt zu Ende. Du kannst mal dahin gehen. Hier wird gerade alles auf Gold gemacht. Das ist in Ordnung. Weil plus 7 Gold pro Runde ist nicht besonders viel. Das ist erbärmlich wenig, um ehrlich zu sein. Da müssen wir uns mal ein bisschen steigern. Wir dürfen nicht aufhören zu entdecken. Und wenn wir alles entdeckt haben, kommen wir zum Anfang zurück und erkennen den Ort das allererste Mal. Leitmuseum wäre plus 1 Nahrung, das ist doch schon mal schön. Handelsrepublik. Zwei Handel. Ach hier, die können wir machen. Was haben wir denn aktuell? Aktuell sind wir mit Monich für Einflusspunkte. Dreimal Militär, einmal Druck. Oh, das ist natürlich gar nicht so schlecht, was die hier haben, ne? Ist natürlich ein bisschen wenig Militär. Was ist denn unsere aktuelle? Okay, also auf Limes könnten wir verzichten. Das würden wir eigentlich schon hinbekommen. Obwohl der Wohnraum, nee, 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 wir bleiben mal dabei. Wir bleiben mal bei unser, wo wollen wir denn hin? Das ist ja so die Frage. Hier sind wir ja gerade. Ein Gesandten. Bam, bam, bam. Also ich glaube, es ist nicht verkehrt, einfach mal hier so das komplett zu erforschen. Nächste Runde ist auch die... Oh, wir können eine große Persönlichkeit. Ja, den rekrutieren wir. Ein großer Ingenieur ist... So, die Stadt, da darf die ballern.
Weil mit dem können wir dann nächste Runde auch tatsächlich hier in drei Runden das Wunder anstreben, was ich haben wollte. Das ist also gar nicht so verkehrt. So, und die ganzen Truppen hier einfach mal ein bisschen vorrücken, würde ich sagen. Benötigt Befehle. Die Ritter, ja, die können auch darüber reiten. Ich glaube, der hier wird uns gerade nicht sehr gefährlich. Er hat zumindest nichts, womit er unsere Städte in irgendeiner Form bedrohen könnte. Er darf sich auch verschanzen. Er darf sich auch verschanzen. Ach ja, der kann da wegen dem Siedler gerade nicht stehen bleiben, ne? Ja, dann stellen wir ihn halt daneben. So. Du darfst wegballern. Yay, ein Erfahrungspunkt. So levelt man Einheiten. Es lohnt sich nicht, eine Stadt anzugreifen. Die Belagerung einer Stadt ist der letzte Ausweg. Ja gut, das ist Ansichtssache. So, lass den gleich wieder wegballern, den neuen. Reicht das? Ja, reicht. Wunderbar. So, da haben wir Reiter. Kommen wir da dran. Oder sagen, Pikeniere gegen Reiter, das sollte ja eigentlich wohl ein bisschen funktionieren. Haltet immer nach da. Ach genau, ich glaube, der musste vorher eine Runde stehen, bevor der angreifen konnte. Irgendwie so war das mit dem Katapult. Den Reiter schicke ich mal hier hinten. Habe ich da noch eine Einheit, falls sie da irgendwas wollen? Ja, das mit dem Wohnraum ist mir bewusst. Kann ich gerade wenig gegen machen. Müsste ich mal einen neuen Bauarbeiter bauen und dann gucken, ob ich noch irgendwo Weiden hinsetzen kann. Aber die dürfen da noch angreifen können. Also ein bisschen Schaden schadet nicht. Und dann können wir eigentlich schon fast Handelswege gewinnen. Das amerikanische Reich. Eieieiei. Deswegen brauche ich da unten meine Ritter. Haben die einfach meinen Händler geplündert. Das geht ja gar nicht. Tja, mit dem Stadt im Frieden geschlossen. Okay, ja, Wohnraum ist mir klar. Also mit dem Wohnraum habe ich noch nicht so wirklich raus. Das ist, daran muss ich noch arbeiten. So, eine Reiter schon mal down. Das Klapphut hat ein bisschen Schaden bekommen, das ist in Ordnung. So. Gönnen wir uns hier erstmal durch. Und das sollte doch jetzt eigentlich der Kill sein. Du darfst das Lager einnehmen. Auch wieder ein bisschen Gold. Wo bin ich jetzt gerade? Achso, da oben noch immer. Der braucht einen neuen Handelsweg. Nach Bad Tiberia, was ist denn das? Wo zur Hölle ist Bad Tiberia? Da unten. Oha. Wollen wir das machen? Lohnt sich, glaube ich, nicht so wirklich. Nehmen wir lieber St. Petersburg. So, kommen die Reiter daran? Natürlich nicht. Das wäre ja auch zu einfach. Nur hier nur mal gucken. Ich habe ja den großen Ingenieur stehen. Dann ziehe ich meine. Soll ich da noch? Großen Händler. Ich habe zu viele Einheiten. Solche besonderen Einheiten, die mir gerade nichts bringen, den habe ich ja auch noch. Ich habe keinen Kunstplatz frei, oder was ist los? Einheit benötigt Fehler. Die Ritter. Ja, weiterreiten. Los Angeles lassen wir mal links liegen. Er darf sich heilen.
Vier Runden, eine Runde. Ach genau, damit könnte ich die Felder irgendwie annektieren, so war das, ne? Ja, gut. Muss ich mich auch mal mit beschäftigen. Frieden schließen. Wie lange müsste ich den halten, den Frieden? 20 Runden. Nein, wir nehmen keinen Frieden. Jetzt, Teddy. Am Anfang waren wir gute Freunde. Und dann, nee. Also, verarschen lasse ich mich hier nicht. Nur weil du jetzt Schiss bekommst. Das sehe ich ja überhaupt nicht ein hier. So, Feuer frei. Die dürfen auch schießen. So, das sollte doch eigentlich der Kill sein. Und sieht es dahin natürlich nicht. Das darf sich bis zur Heilung verschanzen. Die dürfen den töten jetzt. Danke. So, genau. Hier wollte ich jetzt dieses Wunder bauen. Die verbotene Stadt, meine ich. Oder gibt es noch was Cooleres? Na, Wüste haben wir hier nicht wirklich, deswegen bringt das nicht was. Aber sehr viel mehr können wir hier auch nicht wirklich machen, also daher nehmen wir ruhig mal die verbotene Stadt. Jo, möchte ich. So, und jetzt müsste ich den doch benutzen können. Um das zu beschleunigen. Bam. Handelswegkapazität. Ist auch gut. Markt brauchen wir. Wir brauchen Gold. So, jetzt kann ich mal kurz hier gucken. Ein Objekt kaufen. Können wir uns die Mauer leisten? Nein, natürlich nicht. Die brauche ich auf jeden Fall als nächstes, weil damit müsste ich ja dann eigentlich plus zwei Wohnraum bekommen, wodurch ich das Problem wieder gelöst hätte. Was hat denn der nochmal? Gewährt 60 Gold, am nächsten geht dieses Geländefeld. Ja, ist ja schön, aber... Möchte ich davon irgendwas haben? Möchte ich irgendein Geländefeld gerade ganz dringend haben, was an meine Stadt angrenzt? Sieht eher nicht so aus, oder? Ihr sagt, Peter könnte ich nehmen. Nach Vorisch. Gehen wir mal nach da. Oh, jetzt kriege ich mal ein bisschen mehr Gold. Immer noch erbärmlich wenig. Eine gute Marine ist keine Anstiftung zum Krieg. Es ist die sicherste Garantie für Frieden. Naja, Abschreckung ist die beste Verteidigung. So, hier. Annektieren wir. Sollte gar nicht eigentlich danach verschwinden. Ah, Humanismus. Große Kunstwerke, Kunstmuseum. Ingenieurpunkte, große Künstlerpunkte. Wo wollen wir hin? Müssen wir jetzt wieder gucken. Mit Bonus erhält einen großen Künstler. Wir warten auf die Gilden, dann können wir uns danach mal gucken, was wir machen wollen. Ich weiß nicht, ich glaube, hier wäre vielleicht so ein Hafen gar nicht schlecht, aber ich schätze mal auch,
wo wir haben zwei Bürger. Wir haben zwei Sachen modernisiert, also bringt uns da ein Arbeitergrad recht wenig. Soweit ich das sehe. Andererseits kriegen wir in vier Runden auch was Neues und der Arbeiter braucht 15. Aber wollen wir ruhig was mal? Tut mir leid, ich bin noch so ein bisschen verschnupft. Ja gut, das ist ja souverän, dann können wir ja mal hier in die neue Stadt was schicken. Einheit benötigt Befehle. Das sind Barbaren nur, ne? Ja, machen wir trotzdem. Barbaren werden nicht toleriert. So. Ja, wir rücken allesamt weiter vor. In zwei Runden haben wir auch endlich mal Musketiere. Bin ich mal sehr gespannt drauf, wie gut die sein werden. Der darf sich heilen. Der hier ist ja gerade ganz friedlich. Ein Siedler. Ein Siedler. Was soll ich mit dem Siedler? Kann sich ausruhen. Braucht gerade keine neuen Städte. Ach, der kann das nochmal machen. Ja, OP. Ach, und der kann das auch mehrmals machen, wie es aussieht. Das ist ja dann doch wieder interessanter. Oh no, ihr ballert die einfach mal munter ab. Ja, es ist gerade nicht besonders spannend, weil ich jetzt gerade echt mal wieder reinkommen muss und wir halt erstmal unsere ganzen Truppen darunter schaffen müssen. Dann wird auch wieder ein bisschen mehr gekämpft. Hoffentlich. Ich meine, hier oben mit meinem Einarmbrusttrupp die ganzen Barbaren abzuballern, ist jetzt nicht so spannend. Das gebe ich gerne offen zu. Aber wir nähern uns ja hier Teddys Grenze. Und da wollen wir ja schließlich hin. Also das Templer, den wollte ich gar nicht bewegen, aber du kannst mal hier mehr Wohnraum. Es benötigt Aachen auch schon mehr Wohnraum. Jetzt geht's ja bald los. So, ja, ihr dürft gerne verschanzen. Du da oben stehst ja auch gut. Teddy, ich möchte kein Frieden. Ich möchte eine scheiß Hauptstadt. Aber er hat Angst, merkt ihr das? Er zittert. Oh, ich bin im Industriezeitalter. Woo! Okay. Unser benachbarter Stadtstaat hat uns um etwas gebeten. Die Taktik ist die Lehre vom Gebrauch der Streitkräfte im Gefecht. Die Strategie die Lehre vom Gebrauch der Gefechte zum Zwecke des Krieges. Mhm. So, was haben wir hier? Zwei neue Stadtstaaten-Quests. Was wollen die haben? Kann ich das mal nachgucken? Hallo? Ich wollte auch nur nachgucken. Da ist Amsterdam. Okay, Handelswegenzel. Was wollen die? Einen großen Wissenschaftler rekrutieren. Haben die noch zwei gesammelt? So. Straße verbessert, das ist schön. Forschung wählen. Bombarde, so, da sehe ich mich. Kanonen, da wollen wir hin. So, wo sehe ich mich noch? Ich sehe mich auf einer mittelalterlichen Mauer für plus zwei Wohnraum. In der Stadt. So, du darfst dich jetzt mal heilen. Wir wollen ja hier nicht unvorbereitet ins Haus fallen.
Ich schätze mal, Schaden wird er schon noch ein bisschen machen. 51? Oh, ich habe keine Ahnung mehr, wie viel das ist. Eigentlich ist meine Hauptstadt auch nicht so viel mehr. Also daher, das könnte schon was sein. Ja, Kosaken. Die sollen unglaublich stark sein, habe ich gehört. Bei 19 Runden natürlich auch wieder total übertrieben. Das wäre so ein Gäse. Ah, super, ich kann das Lager nicht mal einnehmen. Ich Glück habe nächste Runde. Einer benötigt Befehle, der Händler. Ja, das ist gut. Nehmen wir auch einen. Mir noch nicht so ganz gefällt es hier mit den Sumerern. Da weiß ich noch nicht so ganz genau, wie ich die einschätzen soll. Aber ja, jetzt geht's Richtung Washington. Das Ziel ist langsam in Sichtweite und Alter, sind die Musketiere langsam. Das ist ja eine Verarsche. Halt euch ruhig mal, du kannst dir von mir auch ein Stück vorfahren. Jetzt weiß ich natürlich eher nicht, wie stark die Einheiten so sind, was die Resistenzen angeht. Das wird jetzt halt spannend, wie viel die Stadt da wegballert. Das habe ich einfach nicht mehr im Kopf, wie lang, also wie viel das ist. So, hier geht auch unser Wohnraum zu Ende, ne? 8 Bürger, ich würde sagen, Handwerker ist da auch mal angebracht. Das scheint es auch schon gewesen zu sein. Ja gut, der Schaden ist jetzt moderat, würde ich sagen. In dem Bereich, dass man ihn ohne Probleme überleben kann. So, ihr reitet auf jeden Fall auf die Rückseite. Geht's mal nach da hin. Händler. Nehmen wir Seis. Oh, nehmen wir mal Seis. Mach du mal. Da waren wir den. Bam. Ja, das mit den, mit dem Rambock hier habe ich immer noch nicht so ganz verstanden. Aber wir feuern jetzt einfach mal auf die Stadt, würde ich sagen. Haben wir jetzt noch Schaden? Doch, ein bisschen Schaden machen wir. Das ist ja schon mal was. Schanzen ruhig, genau. Ah, vielleicht hätte ich ein paar mehr Truppen mitnehmen sollen. Bin gerade zum Überlegen. Muss ich doch irgendwo Ritter stehen. Da. Dann reitet ihr mal nach da oben. Das sind noch 4 Runden. So. Dann gucken wir mal, was jetzt der Teddy dagegen aufbringen wird. Er versucht erstmal Frieden zu schließen. Es scheint so zu wirken, als hätte er nicht mehr so viel. So, Feuer frei. Oh, guck mal hier, da. Kanone. Da sehe ich mich gleich für die Stadtbelagerung. Aber bis ich die, müsste die Katapulte erstmal wieder zurück in mein Gebiet bringen und alles. Wie, das überlebt er jetzt ernsthaft mit so einem Pitzelchen HP. Das finde ich ist immer so eine Frechheit. Gesandten schicken. Ja. Wollen wir jetzt aber 2 Gesandte bekommen, aber ist ja nett.
So. Das soll doch jetzt eigentlich genau in Reichweite sein. Feuerfrei. Du darfst hier auch mal ballern. Ja, du, keine Ahnung, kannst da oben chillen. Ihr dürft euch da hinbewegen, du darfst wahrscheinlich, kommst du dran? Ne, tatsächlich nicht ganz, es ist natürlich bitter. Was käme da, ja komm, was käme da mal. Das ist alles noch ein moderater Schaden hier. Das wäre schon eine deutliche Niederlage. Egal, no risk, no fun. Aber es sieht doch so aus, als würden wir uns langsam Washington ermächtigen. So, was habe ich jetzt hier? Was wäre der Händler, ne? Ja, darfst du einnehmen. Die großen Persönlichkeiten kosten ganz schön viel Gold. Das ist echt krass. Wenn man die dann mal los wird, dann steigt der Goldbedarf auch gleich wieder. Große Werke. Haben wir irgendwo noch Platz für ein großes Werk? Reliquie. Literatur. Also eigentlich St. Petersburg. Nicht. Keine Ahnung. Oh, hier wird schon geflohen. Eieiei. Gilden ist nun fertiggestellt. Man kann nicht einfach die Leute von der Diebesgilde verhaften. Da hätten wir ja sonst den ganzen Tag zu tun. Oh. So sieht das wohl aus. Das sei nötig, behalten wir mal. Ich glaube, damit bin ich mir wirklich ganz zufrieden. Einheit, Beförderung verfügbar. Aber eigentlich wollen wir jetzt erstmal die Stadt hier einnehmen. Das war überraschend wenig effektiv. Muss Bezirk und Neuwesen, der ein lärmplatzreichen großen Werktyp ist. Religiöse, okay, davon habe ich natürlich nichts. Also ich würde sagen, erstmal ballern wir hier wieder mit den Katapulten weiter drauf. Ich muss den da wegmachen. Hier durch. Jetzt können wir uns Einheit gefangen. Ja, super. Noch ein Siedler. Hier, komm, Einheit löschen. Ja. Braucht kein Mensch. Produktionswählen. Das ist schon mal schön. Wohnraum. Oh, ist auch schon wieder fast knapp. Warum haben wir immer so wenig Wohnraum? Kann mir das mal jemand verraten? Schnell fertig. Ist auch gleich vorbei, die Folge. Ich überlege gerade, ob ich ein bisschen überziehen soll, um noch kurz die Stadt einzunehmen. Wie lange nehmen wir denn jetzt schon? Hm. Ein Timer stehen geblieben. GG. Dann mache ich noch diese Runde jetzt, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal. So, Straße plündern. Plünderung. So, plündern wir ruhig mal. Dort auch mal plündern. Gibt uns hier schließlich alles Gold und Leben wieder. Ich bin mal gespannt, wie viel Schaden die tatsächlich machen werden.
Das ist schon ein bedeutender Sieg. Schon noch eine bedeutliche Niederlage. Ich fürchte, wenn ich damit angreife, könnten die mich fertig machen. Die Ritter haben wir auch noch. Ja, die sind jetzt gerade wieder nutzlos. Genau, so, dann würde ich sagen, war es das fürs Erste erstmal wieder. Nächstes Mal werden wir dann Washington zu Ende einnehmen. Und dann fehlt uns ja nur noch eine einzige Hauptstadt, und zwar von den guten Gilgamesch hier. Keine Ahnung. Den muss ich dann erstmal suchen. Aber das sollten wir schon hinbekommen. Danach können wir auch mit Teddybär Frieden schließen. Sobald wir Washington haben, ist alles cool. Müssen wir nicht mal ausradieren, haben wir mit Ägypten auch nicht gemacht. Aber ich würde sagen, das war's dann für heute erstmal wieder. Bis zum nächsten Mal und ciao.